Das Unternehmen Aerospace in Neuaubing stellt Flugzeugteile her. Die Normen dafür sind streng. Große Hallen müssen geheizt und gekühlt werden, nicht gerade klimafreundlich. Trotzdem, was die Energiewende betrifft, will das Unternehmen ein Vorbild sein mit eigenem Energiemanagement. Um sich ein bisschen mehr darunter vorzustellen, in der Norm wird geregelt, wie Sie Energieverbräuche transparent darstellen. Und wir sagen uns in der Überzeugung, alles, was Sie messen können, was Sie darstellen können, da können Sie dann auch Maßnahmen umsetzen. Konkret werden zum Beispiel die rund 400 Glühbirnen hier in der Halle durch Energiesparlampen ersetzt. Der Wille ist da, die Energiewende kommt trotzdem nicht voran. Wir treten auf der Stelle, so die deutlichen Worte von VBW-Präsident Wolfram Hatz. Viele Unternehmen unternehmen bereits heute und gestern sehr viel, dass die Umwelt besser wird. Mein eigenes im Übrigen auch. Ich glaube, man darf nicht davon ausgehen, dass wir Unternehmer herumsitzen und darauf warten, dass irgendetwas passiert. Wir agieren täglich in unseren Unternehmen, irgendetwas für die Umwelt zu tun. Die Politik stehe in der Pflicht. Deutschland gehöre zu den Ländern mit den höchsten Industriestrompreisen. Deshalb fordert die VBW eine Senkung der Stromsteuer. Außerdem gäbe es kaum Verbesserung beim Netzausbau und den Treibhausemissionen, so die VBW. Wir, die Gesellschaft, Sie, ich, die Politiker, wir sollten einmal anfangen, nicht gegen alles zu sein. Wir mögen die Leitungen nicht, wir mögen die Kohle nicht, wir mögen Pumpwasserspeicher nicht. Wir sind einfach gegen alles und so werden wir es zu nichts bringen. Das 8. VBW-Monitoring zeigt, eine erfolgreiche Energiewende braucht Kompromisse. Ökonomie und Ökologie müssen Hand in Hand laufen, sonst bleibt die Ampel wohl eher auf Rot.